CONCACAF Gold Cup Viertelfinale. Das erste Spiel, Haiti gegen Kanada. Ich habe die Kanadier als großen Favoriten gesehen. Hat sich auch erst bewahrheitet, denn in der 18. Minute David mit den 1-0, in der 28. Cavallini mit den 2-0. Halbzeit. Ich dachte, ja, schön, richtig getippt, bist du gut dabei. Falsch gedacht. 50. Minute, Haiti 2-1, Nazon. 70. Elfmeter, Haiti, Bazile mit den 2-2. 76. Guerreria mit den 3-2. Und damit gewinnt Haiti. Bei den Schuss-Torschuss-Statistiken würde ich sagen, Haiti verdient gewonnen. Denn sie haben 16 Schüsse, Kanada nur 12. 5 Schüsse aufs Tor, Haiti, Kanada nur 4. Also relativ ausgeglichen. Ballbesitz hat aber eigentlich nur Kanada. 65% gegen 35 von Haiti. Also Haiti 35, Kanada 65. Kanada hat circa 130 Pässe mehr, hat 10% höhere Passgenauigkeit. Sie haben 80%, Haiti nur 70. Kanada war fairer, hat nur 11 Fouls und Haiti 16. Beide eine gelbe. Was ich sagen muss, Haiti, ich hätte nicht gedacht, dass Haiti das schafft, aber Riesenrespekt meinerseits, Glückwunsch. Zu den Ausgang, Haiti ist Gruppenerster in Gruppe B gewesen und Kanada Gruppenzweiter in Gruppe A. Glückwunsch trotzdem an Haiti, gönne ich euch. Finde ich schön. Überraschend, aber schön. Und ja, die anderen drei Spiele kommen noch. Mexiko spielt gerade um 5:30 Uhr. Und dann bin ich gespannt.